Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Zuchtfolge in Hilliche Online. Es ist soweit, ich habe endlich einen weiteren Stallplatz frei und mir wurde von einer Zuschauerin, von der Rebecca, ihr Rappe zur Verfügung gestellt, weil ich ja mal noch auf einen besseren Rappen züchten möchte. Quicktime hat ja nicht so die ganz perfekten Werte gehabt. Und jetzt möchte ich gerne züchten. Hatte ich ihn mir als Favorit schon gesetzt? Nein, hatte ich nicht. Ich gehe hier auf den Rappen Tempo und die Spiky Mähne. Denn er hat eine Spiky Mähne und das ist Mr. Pool, der hier die 99 Punkte auf Tempo hat. Und ich hoffe einfach mal, dass es hinhaut und ich da einen schicken Rappen rausbekomme. Ich hätte ja gerne einen entweder mit der langen Mähne, lange wellige oder Spiky Mähne. Am liebsten zwei in Schwarz. Die beiden haben jetzt beide Grau, aber erstmal auf gute Werte züchten. Okay, eine Laterne. Nein, es ist nicht meine Laterne. Es ist ein Cream. Es ist ein Cream geworden. Ein Cream mit eigentlich ganz guten Werten, aber naja, nicht so gut. Nee, nein. So, ja, dieses Kleeblatt ist nicht voll. Lebe wohl. Quicktime hat leider nur plus 4 in der Abstammung, Mr. Pool aber schon einige Generationen über, ich glaube die 5. Generation, schon plus 9 auf die Vererbung der Fellfarbe. Aber bei Rappen und Schimmeln, generell bei den 3-Sterne-Fellfarben, ist es natürlich immer so ein bisschen tricky. Und da habe ich einen Rappen. Er hat zwar wieder eine graue Mähne, was dieser relativ klar war bei den beiden Farben, aber hier immerhin 82... Es wären 92, 102, 112, das wäre aber, ja, leider, nein, weil, es ist zwar ein Rappe, ja, aber das Problem ist, er hat, oh, guck mal hier, diese schöne Blässe auch wieder, sehr kurze Mähne und lang, dünn, eieiei. Ja, Quicktime scheint hier seine Mähne und sowas sehr krass weiter zu vererben. Aber das Problem daran ist, 82 ist mir als Startwert zu niedrig, weil ich ja gerne bei Tempo auf die 120 möchte. Das heißt, er sollte schon eigentlich einen Startwert haben von 90 am besten. Wir haben tatsächlich wieder einen Rappen, diesmal ohne Abzeichen mit grauer Mähne. Und da haben wir 98 auf Tempo. Das ist echt gut. Das ist super. Hey. Gut. Das klingt jetzt zwar böse, aber dann kann Quicktime weg. Dann kann ich auch demnächst nochmal züchten. Denn dann wird es erstmal hier bei dem neuen Pferd bleiben. Ist das jetzt sogar eine weiße Mähne? Die sieht so mega hell aus. Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Ich weiß es nicht. Könnte sein, ne? Könnte sein. Wie nennen wir das liebe Tier denn? Ich habe mir wieder so ein paar Überlegungen gemacht, aber ich finde ja Versace total süß. Das ist jetzt Versace. Jetzt bin ich doch mal gespannt. Ja, das ist weiß. Oh Leute, es ist weiß. Und spitze Mähne und langer, dicker Schweif. Oh mein Gott, Versace wird bleiben. Versace wird definitiv bleiben. Mega cool. Aber es ist wieder so ein Riese. 52 Kilo bei der Geburt. Es ist wieder ein großes Pferd. Ich habe nicht ein einziges mittleres oder gar kleines Pferd. Ich habe nur große. Das ist doch zum Verrücktwerden. Aber mega, 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 mega. Weiße Mähne, spitz und langer, dicker Schweif. In weiß, zu einem schwarzen. Ich wollte zwar eigentlich gerne einen Rappen mit schwarzer Mähne und schwarzem Schweif. Also wirklich einen richtigen Rappen und eher nicht so windfarbenmäßig in der Art, aber das sieht mit Sicherheit auch richtig, richtig mega aus. Ja, sehr cool. Da wird sich Quicktime tatsächlich verabschieden, so traurig es klingt. Und dann werde ich aber auch noch eine weitere Zuchtfolge die nächste Zeit bringen. Denn mein Ziel wäre definitiv mal noch ein richtiger Buckskin. Ähnlich hier eben wie Access hier, aber eben mit schwarzer Mähne und schwarzem Schweif. Und was auch noch sehr cool wäre, wäre der Tigerschecke mit weißem Langhaar. Was ja jetzt auch eben seit einer Woche möglich ist. Das wäre auch noch, das wäre noch ein weiteres Zuchtziel für mich. Also dann, ihr Lieben, ich freue mich schon drauf,
Versace dann erwachsen zu sehen. Wow. Ihr seht Versace dann am Freitag erwachsen. Ah. Perfekt wäre es jetzt noch mit einem Abzeichen bei der weißen Mähne. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Ganz, ganz knuffig. Yay! Also dann, ihr Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!